Wir befinden uns hier auf dem Hauptgelände von Pegasus, außerhalb auf dem Rasen, und hinter mir sieht man den Seiteneingang. Und auch da könnte man hineingehen in die Bücherburg. Hier übrigens eine Laterne aus Wien mit Zetteln von dem Wiener Zettellichter Seetaler, Helmut Seetaler. Wir kommen vorbei an einem Bücherautomaten, an einem Einzelbuch von mir zufällig. Dort hinten haben wir noch das Helferinnen- und Helferdenkmal und eine Skulptur, die ich mal bekam zum Thema Menschenrechte. Hier ein Buch, das ich mal für und über die fremden Buchstaben gemacht habe. Und etliches mehr. Hier mein Realavatar, der zum Teil auch schon Auskunft geben kann. Mal probieren, ob es klappt. Funktioniert immer den Chat. Ah ja. Da weiß man gleich, wie man zu Kamai kommt. Hier rechts ist die Infoburg. Nicht alle Infos sind aktuell. Dann mag man sie nicht als historische Dokumentation verstehen. Und hier einige Lichtautomaten, die Bücherburg mit dem Haupteingang. Hier noch ein besonders umfangreicher Buchautomat, der verschiedene andere Buchautomaten und Buchsammlungen enthält. Im Erdgeschoss finden sich schon so einige Bücher. Klassische Dinge von Kafka, von Jakob Wassermann, Nietzsche, bekannte Dinge wie Der letzte Mohikaner oder auch Robinson Crusoe. Und hier natürlich so einiges von Johann Wolfgang von Goethe. Natürlich gibt es nicht nur Klassik, sondern auch ganz andere Dinge. Lyrik, Gedichte, Lieder, Kunst, sind live, heiteres Satiren von lebenden Autorinnen und Autoren, freigegebene Bücher, wobei da allerdings auch etliche in der Abteilung in der Abteilung Science Fiction zu finden sind. Ein Kamin, angenehm im Winter. Und hier geht es ins erste Obergeschoss. Einige Hinweise, was verlegt wurde. Es gibt eine umfangreiche Sammlung an Sagen, angefangen bei den Amazonen in Sentinel. Deswegen erscheint nicht so schnell alles. Ich wollte auch noch gerne mal auf die Titelseite. Doch das Buch über die Amazonen ist natürlich kein dünnes. Hier, wie gesagt, etliche Sagen, inklusive Ella, nordische Sagen, Ritter-Sagen und. Hier sind weitere Bücher,
auch eher in Richtung Klassik, aber nicht ganz unbekannte. Das setzt sich hier fort und auf der Seite sind weitere Sagen, darunter auch einige, die nicht so ganz so einfach zu beschaffen waren, wie Kanivana zum Beispiel. Hier ist ein buddhistischer Legendenroman, weitere Sagen, eine kleine Abteilung mit Soziologie und Ähnlichem. Und hier ist English Corner. Da gibt es auch einige englischsprachige Bücher. Hier weitere. Natürlich haben wir an verschiedenen Orten auch modernere Werke, wie hier von Konstantin Becker, Aufruf zur Revolte. Soweit in aller Kürze. Ah ja, hier haben wir noch Geisteswissenschaften und Psychologie. Und so viel in aller Kürze, ganz, ganz schnell mal nur durch das Hauptgebäude gelaufen. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Wir sind hier noch im Hauptgebäude von Pegasus und wollen jetzt mal etwas weitermachen. Es gäbe verschiedene Möglichkeiten, zu anderen Abteilungen zu kommen. Zum Beispiel mit dieser Zaubertür zur Abteilung Karl May. Aber wir gehen lieber zu Fuß und sehen da mal noch einiges. Hier, wie gesagt, die Infoburg mit verschiedenen Hinweisen und übrigens auch Quellen zu kostenlosen Büchern im Internet. Das sind also alles entsprechende Schaltflächen da oben, wo man Bücher bekommt. Aber wir gehen mal ums Haus herum. Und dann hier entlang die SR Ranga Nathan Gasse. Die Infos dazu gibt es übrigens immer in Notecards. Das war also ein indischer Mathematiker und Bibliothekar. Dann geht es dann hier weiter. Hier ganz wichtig übrigens auch der Kaffeeautomat. Und da sieht man schon, es geht weiter. Es geht weiter in Richtung Karl May über die Mona Kaiser Passage. Die erste deutsche Bibliothekarin. Und hier sehen wir den Strand. Ist ja immer sehr beliebt. Sowas. Passend zum Thema geht es hier immer den Mata Jane Kanariensteig. Besser bekannt als Calamity Jane. Da kommen wir dann an einem Buchautomat vorbei, an diversen Tiershows.
Die linken hier Show geht dann nur auf Knick weiter. Die rechte macht das von allein. Und hier gibt es natürlich auch ein Indianerzelt und natürlich Suppe am Lagerfeuer. Und natürlich ist es Buchstabensuppe. Ein Totempfahl mit Informationen. Das ist übrigens das Geburtshaus von Karl May. Hier kann man sich auch mal hinlegen oder setzen, um gemütlich etwas zu lesen. In diesem Zelt. Da gibt es auch weitere Infos. Ein Buch zum Umblättern über die Indianer. Der Text wird auch als Notecard angeboten, aber dies ist auch ein Umblätterbuch, in dem man sich durch Umblättern informieren kann. Und da sind dann auch gleich die Fotos mit enthalten und die Bilder, sofern jemals vorhanden. Soweit so gut. Das ist aber alles noch nichts von Karl May direkt. Von dem haben wir hier eine Tiershow. Auf Knick geht es da weiter. Und hier geht es hinein. 42 und Bücher sind hier vertreten. Das ist ein, sind besondere Bücherregale. Da klickt man dann auf die Stelle. Zum Beispiel, wenn man was zu Weihnachten möchte von Karl May, dann wird das Buch ins Inventar genommen und man bekommt das Buch auch als Notecard. Hier sind noch einzelne Bücher, die kann man dann einzeln nehmen oder anklicken und lesen. Hier zum Beispiel hätten wir Abenteuer auf Ceylon als Notecards. Und das Objekt findet sich aber auch im Inventar bei den letzten Objekten. Da befinden sich alle Notizkarten. Das Buch kann man nochmal extra nehmen und mal kopieren. Immerhin 42 Bücher. Ein ganz informativer Ausschnitt über Karl May. Und wenn man sich das Buch über die Indianer noch mal mehr in Ruhe anschauen möchte am Kamin, kann man das hier auch. Und kann dann hier gemütlich blättern. Die Bücher haben natürlich auch ein Menü, wenn man das möchte. Da kann man dann schneller dran blättern und sich orientieren. Vorwärts, rückwärts und so weiter. Gehen wir zum Beispiel mal ein bisschen vorwärts zur
Seite. Da war es. Seite 42. Dann wird also direkt diese Seite aufgeschlagen. Und dann geht's weiter. Nochmal das Ganze im Überblick. Und hier kann man zum Beispiel eine der Teleportmöglichkeiten, wenn wir jetzt zurück möchten nach Pegasus, können wir hier klicken und dann hier nochmal und dann sind wir wieder zurück auf dem Hauptgelände, auf dem es natürlich auch allerlei zu sehen gibt. Soweit für heute und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Terminal auf dem Hauptgelände, auf dem sich auch verschiedene Diashows und ähnliches befinden. Wir haben bereits das Hauptgebäude gesehen und die Infoburg, zumindest kurz. Da waren wir im Erdgeschoss. Hier kann man noch mal kurz ins erste OK gehen und schauen, was es da noch gibt, die Presseschau und ähnliches. Doch nun soll es ja weitergehen mit der dritten Abteilung und dies ist Philosophie, Religionen und ähnliches. Das ist untergebracht im sogenannten Steampunk Zeppelin. Dorthin kommen wir zum Beispiel, indem wir einfach mal in einer Zaubertür nach Karl May uns begeben. Natürlich kämen wir auch direkt durch eine Tür zum Steampunk Zeppelin. Noch das ist vielleicht zu langweilig. Und es gibt ja auch immer mehrere Möglichkeiten. Hier also zunächst nach Karl May. Und da sind wir auch schon. Hier befindet sich nämlich ein sogenannter Flughilfetunnel. Wer nicht selber fliegen möchte und nicht teleportieren, kann hier in die Mitte treten und dann einfach die Aufwärtstaste drücken, solange wie es geht. Irgendwann stößt man dann an und fliegt geradeaus und kann dann landen. So sieht das in der Übersicht aus. Schon hier im unteren Bereich sind einige Hüter zu sehen, inklusive einer Druckerpresse.
Da sind noch vom letzten, von einer Veranstaltung einige Flugblätter übrig. Hier ist auch das Steampunk-Buch. Und schon einige andere Bücher aufgebaut. Man bemerkt schon erste Anzeichen, um welche Thematik es hier geht. Der Inhaber, also meine Person, möchte nochmal betonen, dass er keiner Sekte, Kirche oder Partei angehört und auch nichts Ähnlichem. Hier ist noch ein besonderes Regal mit Märchen, Sagen und Ähnlichem. Und ein Buchautomat, thematisch geordnet. Verschiedene Wege gibt es, weiterzugehen. Auch hier eine Tür, die nach Pegasus führt. Und auch eine der bekannten blauen Transportscheiben. Lesetische und hier einige Regale. Wir zoomen mal auf einige der Bücher. Einige davon sind noch auf Notkartbasis, was den Vorteil hat, dass man sehr leicht herauskopieren kann. Aber natürlich haben wir auch eine Menge Umblätterbücher. Hier einige Auszüge und Informationen, zumindest von der Carnevala. Nein, Entschuldigung. Von der Orantia. Das ist etwas von dem Herrn Sattler. Auf Wunsch eines Besuchers angefertigt übrigens. Hier ein Buch, das ich auch mag. Tractatus Logico Philosophicus von Wittgenstein. Und natürlich Kant mit verschiedenen Werken. Rumi, griechische Philosophie, Sokrates. Und einiges mehr. Zum Teil kann man die Vorteile der Umblätterbücher auch ablesen an den Illustrationen. Hier geht es um abendländische Mystiker. Ein Wikipedia-Infobuch, das ist erlaubt. Und von Meister Eckhart. Hier ein wenig Philosophie von Ernst Bloch. Dazu hatten wir ja auch einmal eine Vorlesung von dem Gerrit Zahme. Hier auf dem Gelände. Hier gibt es verschiedene Weisheiten der Welt. Da gibt es noch mehr links. Immer mal wieder finden sich auch Hinweise mit Schildern, wo man dann direkt wechseln kann zu anderen Punkten auf dem Sim. Wir machen aber vielleicht noch einen kleinen Abstecher in die oberen Etagen.
Dort finden sich nicht mehr allzu viele Bücher. Da stelle ich die hauptsächlich her. Hier haben wir noch eine Zwischenetage. Eine Tiershow mit Karten. Auch dass man nicht die Orientierung verliere. Und hier geht es dann nach oben, ein wenig so in die Bastelecke. Der RL-Avatar gibt wieder Notcards zur Information. Hier haben wir einige passende Dia-Shows. Die sind übrigens Papyrus-Texturen, falls man die mal braucht. Free und Full-Perm, wie immer. Jederzeit mitzunehmen. Manche Bücher kann man dann noch mit einigen Dingen drumherum bereichern. Hier haben wir die Bibel und einen Altarblock, eine betende Kerze ist auch dabei, eine Tiershow und dann die Bibel als Notcard-Objekt zum Mitnehmen und zum Umblättern. Am Anfang war das Wort. Nicht nur so fromme Sachen haben wir hier, natürlich auch Kropotkin, die freie Vereinbarung und ähnliche Dinge. Da wird noch weiter gebastelt am Koran. Hier kann man runterschauen, da waren wir gerade. Und um ein wenig zu beschleunigen, springen wir einfach mal runter und schauen, wohin wir kommen, wenn wir mal hier die Galaxis durchschreiten. Da haben wir also einen kleinen Aussichtspunkt. Und wem das lange Stehen zu unbequem ist, kann sich auch gerne setzen. Der Ausblick, den wir hier haben, der geht zum Teil aufs Meer und zum Teil auch auf einige Etagen in das Second Vision Gallery. Mittlerweile 8 Etagen insgesamt hat, mit ganz unterschiedlichen Angeboten. Doch das gehört natürlich schon nicht mehr so direkt zur Bibliothek. Muss gerade mal schauen, ja. Wir können schon zur 4. Abteilung rüberschauen. Das ist die Third Hope, ein Kugelraumer aus der Perry-Rosen-Serie. Doch dahin kommen wir später. Nun wollen wir aber mal zurückkehren nach Pegasus auf das Hauptgelände. Und an dieser Stelle
verabschiede ich mich vorläufig zumindest zu diesem Programmpunkt. Vielen Dank. So, nun soll es weitergehen. Eine Abteilung bleibt noch übrig, nämlich die mit Science Fiction, Vorläufern von Science Fiction und ähnlichen Büchern. Wir sind wieder auf dem Hauptgelände am bekannten Ort. Hier haben wir schon eine Menge gesehen, von der Bücherburg, der Infoburg, wo wir noch nicht näher geschaut hatten. Das war eigentlich hauptsächlich noch hier ein Gebäude, das ich einmal geschenkt bekommen habe. Ein wenig unordentlich. Hier haben wir noch einige Umblätterbücher, die man sich in Ruhe anschauen kann, in den verschiedenen Räumen im Erdgeschoss und zum Teil auch weiter oben. Ein paar kleine zusätzliche Dinge gibt es hier auch. Eine Vitrine mit Freebies. Und wie gesagt, nach der Entnahme der Kopie, des Kopiervorgangs müssen wir wieder schließen. Ja, das ist ein Buchhaus. Doch nun wollen wir uns auf den Weg machen. Natürlich gäbe es auch hier wieder schnelle Sprünge mit Teleportscheiben, Türen und Ähnlichem. So, hier zum Beispiel werden Landmarks ausgehändigt zu drei thematisch verwandten Dingen, zur Ausstellung von Covers von SF-Magazinen und Raumschiff, zur Raumschiff-Ausstellung, zum Planetarium und eben zur Literaturabteilung. Doch so einfach wollen wir es uns nicht machen. Wir gehen da mal zu Fuß. Hier ist übrigens auch ein Briefkasten. Da kann man mir gerne eine Notcard einwerfen. Und hier kann man sich auch unter freiem Himmel ein wenig hinsetzen, beziehungsweise nur leicht überdacht. Das müsste noch, denke ich mal, Faust 1 von Goethe sein, in der Tat. Doch laufen wir hier einfach mal weiter. Auch hier im Hinterhof diverse Tiershows, die irgendwie immer passend sind. Hier vom, da ist nichts drin, das ist nur Tabak. Ne? Also das war die Einweihung vom Imagine Peace Tower. Da war Yoko Ono auch persönlich als Avatarin anwesend. Hier übrigens noch ein umgestaltetes Wappen der Buchdrucker, 3D VR Libri Amici Magistri. Noch hier geht es nun weiter in den hinteren Teil der Sim. Hier sehen wir übrigens den Platz der Verständigung. Auch da gibt es verschiedenste Bücher und Skulpturen mit Infonotcards.
Doch ist dies nicht korrekt als Abteilung gekennzeichnet und anzusehen. Hier haben wir wieder einen Flughäfentunnel zur Sad Hope. Wir könnten auch mit diesem Schiff links teleportieren, aber wir fliegen einfach mal hoch. Und dann sind wir auch schon da. Und können uns dann hier näher umsehen. Die Sad Hope steht auf einem Kraftfeld. Man kann also herunterschauen. Braucht aber keine Angst haben, abzustürzen. Hier eine weitere Möglichkeit zu teleportieren. Hier kann man auch umherfliegen. Ein etwas breiterer Buchautomat gestartet von Sander Cohen 1 Aeon, der hier wirklich meisterhafte Dinge fabriziert. Ein Roboter, eine Tiershow. Und hier stehen schon die ersten Bücher, passend zum kürzlichen Towel Day. Hier sind wir nun zwischen den Landestützen und können das Raumschiff betreten. Auch hier könnten wir fliegen, aber es sind auch Schilder da. Und so können wir einfach mal rein. Hier sind die Unwetterbücher etwas vergrößert, so dass man sie sofort leicht lesen kann. Zum Teil sind es nicht nur Bücher, sondern auch Beiträge in Zeitschriften. Hier finden sich unter anderem auch Bücher von mir oder Geschichten, aber auch Sachbücher, zum Teil mit Hintergrundinformationen. Oh, was ist das? Da steckt ein Buch in der Wand. Das soll natürlich so nicht sein. Das werden wir später wieder besser platzieren. Das war übrigens von Mark Spaeny, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau. Ach, das stellen wir gleich mal schnell wieder besser auf. So. Und vergrößern es einfach mal. Das ging alles recht einfach. Und da die Bücher Fulltime sind, kann das auch jeder machen, der sich ein Buch mitnimmt. Mark Spaeny hat hier etliche Geschichten für die SL-Gemeinschaft spendiert. Auch von Kübra van Kahun, Thorsten Kübra ist etwas dabei. Von Ian Jungmann.
Das sind verwandte Dinge, zum Beispiel eine Diashow mit Covern von Superhelden, Heften und Illustrierten. Nun könnten wir mal weiter. Ach, da hinten ist noch etwas Besonderes. Da haben wir einen Möbiusstreifen. In den man auch hineingehen kann. Und er sagt auch ein Gedicht, wenn man ihn anklickt. Und es ist sogar gereimt. Ja, nun könnten wir aber mal das nächste Deck ansteuern. Das wäre hier Deck Nummer 2. Das ist ein. Hier haben wir einen Panoramablick. Also die Außenwände sind auch durchsichtig geschaltet. So kann man sich umsehen. Verschiedene Bücher, verschiedene Diashows und hier speziell eine Ecke, ein Trillbohrer, der Jules Verne beinhaltet oder zumindest einige seiner Bücher, die natürlich auch alle wieder mitzunehmen sind. Hier dann so Science Fiction im engeren Sinne. Es sind nicht nur reine Science Fiction Sachen da, sondern auch Vorläufer davon, John Cole, vom Luftschiff Yamato, dann immer die Atlantis von 1854. Ein altes Werk, die der Sonnenstaat von Campanella. Und weiter hinten haben wir auch noch ähnliche Dinge, was manche gar nicht so wissen. Nikomegas von Voltaire. Er hat also auch so etwas geschrieben. Oder hier ein sehr interessanter Titel, ein Rückblick auf das Jahr 2000, auf 1887. Und mittlerweile haben wir ja schon 2017. Das ist also ein interessanter Plot. Hier von Thomas Morus Utopia, auch recht bekannt. Wenn man nähere Auskünfte braucht, sagt dieser freundliche Roboter per Notcard, was es hier insgesamt so alles gibt. Und an Buchautomaten gibt es entsprechend auch. Noch weitere Regale mit verschiedensten Büchern, die zum Teil auch nur im weiteren Sinne der Science Fiction zuzurechnen sind, zum Beispiel von Kafka, die Verwandlung,
Und dann hätten wir hier zum Beispiel den Golem von Meiering, Kinderchens Mondfahrt, ein Mensch unter Mikroben. Und hier ist so einiges von oder über den Herrn Münchhausen. Da gibt es einen Infoteil, aber natürlich auch einige seiner Geschichten. Hier dann so auch Sachbücher, Astronomie und kosmische Phänomene. Hier ist noch was über die Stringtheorie. Da ist Klein Zaches von E.T.A. Hoffmann. Da kann man alles, alle Texturen sammeln nehmen. Hier gibt es Informationen über einen Schriftsteller, den hoffentlich viele kennen. Isaac Asimov, der unter anderem die drei Robotgesetze als erster formuliert hat. Ja, hier haben wir uns jetzt quasi von hinten angeschlichen an den Roboter und können das mal von hier aus betrachten. Und dann können wir mal schauen, ob wir über die Theke springen können. Ja. Mehr oder weniger scheint es zu klappen. Ein Deck bleibt uns noch, das Deck 3. Und das ist dann mehr oder weniger auch die Zentrale. Dort haben wir viele, viele Gerätschaften. Da war dann nicht mehr so allzu viel Platz für Bücher, aber einiges haben wir da schon noch, zum Beispiel über Amelia Earhart. Wir können fliegen, einige Informationen irgendwo versteckt sind noch weitere. Oh, ist da schon wieder etwas verrutscht. Das darf ja gar nicht sein. Doch gut, wenn man ab und zu mal vorbeischaut. Allerdings sollte man sich nicht zu ungeschickt anstellen. Das merkt dann jeder. So. Dies ist nämlich ein Umblätterbuch, ein Comicbuch. Und da habe ich mal versucht, Geschichten aus Second Life ein bisschen im Bild festzuhalten. So kann man es hoffentlich einigermaßen wieder sehen. Damit wollen wir uns jetzt nicht zu sehr aufhalten, aber vielleicht mal ganz kurz reinschauen. Über den Cyberspace.
Ich werde das im Auge mal halten. Ja, wo auch sonst. Ja, ansonsten ist dies, ich sage mehr die Zentrale, wo man sich so ein wenig umschauen kann. Und nochmal in einem Pilotensessel oder Ortungssessel hineinschreiten. Ich denke, diese Umgebung hat schon was. Vielleicht ist ja auch umgeschaltet auf Mitternacht. Es gibt noch ganz oben ein kleines Oberdeck. Das ist aber bis zur Zeit noch nicht genutzt. Großartig. Aber mal ganz kurz zeigen, wollte ich es euch natürlich. So. Und herunter machen wir es uns etwas einfacher. Na, teleportieren wir jetzt nicht großartig, sondern machen mal einen gewagten Sprung. Was aber kein Problem darstellt. Nun machen wir uns wieder auf den Weg zurück. Nun machen wir vielleicht einen ganz kleinen Schwenker machen und nochmal einen Blick auf den Platz der Verständigung werfen, wo es wie gesagt auch einige Bücher gibt, passend zu den jeweiligen Weltanschauungen. Philosophien und Religionen. Dort oben sieht man übrigens noch die den Zeckenzwinger. Dort gibt es aber nur einen Ausstellungskatalog und ansonsten nur Bilder und Gemälde. Ich werde mal einen Zahn zunehmen, damit wir ein wenig schneller vorankommen. Hier haben wir allerdings nochmal einen ganz netten Überblick über das Hauptgelände. Und ich denke, mit diesem Überblick könnte ich mich dann eigentlich auch bei euch bedanken und mich verabschieden. Freie Bibliothek Pegasus. Credo. Pegasus. Freie Bücher für alle Welten. Ich bin nicht der Meinung, dass der Cyberspace mich unbedingt braucht. Ich bin nicht einmal der Meinung, dass er Pegasus zwingend benötigt. Aber einer Tatsache bin ich gewiss. Das Leben braucht Bücher, braucht Literatur.
Das sind nur Worte, aber eben Worte brauchen wir. Bücher und Literatur können verschieden aussehen. Vor tausenden von Jahren entstand die Sprache. Zuerst waren es mündliche Bücher am Lagerfeuer, in den Höhlen. Erzählte man sie anderen Menschen, die Geschichten, gab etwas weiter an sie. Vielleicht warf einmal während so einer Geschichte ein Urmensch einen Knochen in die Luft, um sein mündliches Buch zu illustrieren. Und ein paar tausend Jahre später flogen ähnlich aussehende Raumschiffe durchs Weltall, auch durch das virtuelle All, auch durch den Kosmos des Cyberspace. Das Web 2.0, das Web 3D braucht sie. Die Märchen, Lieder und Gedichte, die Erfahrungen, Gefühle, Ängste und Hoffnungen, die Menschen aufschreiben und uns anbieten. Sei es mit dem Faustkeil eingeritzt oder in Form elektronischer Abbilder. Bücher sind Freunde, Bücher sind Lehrer. Es sind doch nur Worte, ja. Aus Worten können Gedanken werden, aus Gedanken Gefühle. Und Gefühle. Gefühle bewegen etwas. Dessen bin ich gewiss. Ich würde mich sehr freuen, wenn Pegasus Nachahmer findet. Menschen, die es besser und klüger anfangen, als ich es kann. Aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn zumindest viele, viele Bücher mitgenommen würden. Und ich bitte, lasst sie, wie sie sind, full term und free. Tragt sie weiter, die verbale, virtuelle Fackel. Manche Dinge werden mehr, wenn man sie teilt. Pegasus, freie Bücher für alle Welten, wird seinen Weg weitergehen. Viel mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Doch eines noch. Seid im Cyberspace auch eingedenk der wohltätigen Gruppen, die Menschen helfen, denen es schlechter geht als uns, die ihnen die Hand reichen und Hilfe zur Selbsthilfe vermitteln. Sucht sie, unterstützt sie und gründet sie, wenn nötig, selbst. Ich danke euch. Mit freundlichen Grüßen. Buchtom Bloch, aka Burkhard Tom Hub, M.A.